Hi, this is Romina Mann for Glossybox Beauty TV. We are here right now at the F95 Concept Store, which is part of the Premium, one of the biggest Berlin fashion trade shows. Right now, we are having an exclusive look of the work of Annette Camond, the hair and makeup artist of the Premium Young Designers Award, as she preps the models before the award ceremony. What kind of beauty trends are you seeing going to be popular in the future? Der Trend geht auf jeden Fall wieder zu mehr Weiblichkeit. Gerade im Make-up und Hairstyling darf es gerne wieder mehr sein. Der schwarze Eyeliner ist wieder da, gern dramatisch aufgetragen. Rote Lippen, gut zu sehen auch an Stars wie Adele oder Lana Del Rey. What is your inspiration for today, for the models for today? Auch da geht es wieder sehr viel um Weiblichkeit. Die Kollektion ist sehr weiblich, warme Farben, kräftige Töne und passend dazu habe ich auch das eine Model in Goldtönen geschminkt. What's your favorite beauty product? Im Moment ist mein absolutes Lieblingsprodukt Mineralized Skin Finish Powder. Das ist ein Puder, der die Haut mattiert, ohne dass man gepudert aussieht. Macht ein ganz natürliches, plastisches Finish. Gut zum Arbeiten, gut auch für privat, für unterwegs. Für den Zopf gebe ich etwas Stylingprodukt in die Haare. Anschließend helle ich die Augen etwas mit Concealer auf. Ich frische den Concealer auf, damit das Auge wieder ganz klar und ganz hell und wach aussieht. Anschließend frische ich das Rouge auf. Ich nehme einen Rouge mit einem ganz leichten Glanz, um das Ganze, die Wangenknochen, etwas plastischer zu machen. Und zum Schluss nehme ich einen transparenten Rotton, um die Lippenfarbe zu unterstützen. Ohne Kontur, ganz natürlich, für einen frischen Effekt auf den Lippen.